Oder ob das einfach nur eine ganz normale Paarung ist. Finden wir es heraus. Los, los, und Pat verteidigt sich. Ob wir das überhaupt nicht übertrieben hier. Eiskalt, da sind sie weg. Explore, noch nicht schlecht. Explore ist schon mal gut. Ich hätte auch gerne Master jetzt. Hallo, wir sind vom Leveldurchschnitt auch niedriger. Der Master könnte vielleicht auch coole Monster dabei haben. Wir haben ein Filet. Dann hören wir mal auf den Tipp von Marty und sammeln sämtliche Items ein. Vielleicht sind wir den Priester dann. Die knüpfen uns auch vor. Vielleicht wäre ein Zauber ganz nett. Chimera, danke. Na, reicht nicht. Das wird nicht reichen. Kannst du auch was anderes einsetzen? Aber froh sein, dass Pet nicht angerufen wird. Oh, 111. 100 Damage. Technik. Magiga-Heil. Ist ja völlig übertrieben, aber was soll's. Haben wir denn... Hier haben wir auch nichts an Mastern rumlaufen, ey. Ist nicht wahr. Känguru haben wir hier. Sollte Chimera sogar vergiften, ey. Was soll das denn? Was du machen sollst, ist angreifen. Mehr sollst du gar nicht. Und dann schnellstmöglich das Level 10 erreichen. Na, okay, nehmen wir da die Möglichkeit zum Segen holen mit. Bekommen die Erfahrung, oder das heißt die MP wieder zurück. Mandibulis Level 7 hat nur 29 MP. Voll jämmerlich. So, hier machen wir jetzt gar nichts. Da gehe ich jetzt so durch. Da jetzt irgendwas zu suchen will, zu lange dauert. Diese Ebene sieht schon besser aus. Tja, dann halt nicht. Wenn ich da so schnell durch, dann mache ich das auch. Blizzard. Blizzard. Ach, der lernt auch kaum Fähigkeiten für sich. Ich habe jetzt gerade mal Expo gelernt. Oh. Hallo. Hat hier kein Master rum? Ich würde jetzt gerne Uhr angehabt. Drag-Slimes. Slime plus Drache. So könnte ich das Let's Play natürlich auch machen. Ich könnte einfach sagen, wenn uns gegnerische Monster begegnen, welche Paarung man einsetzen muss. Könnte ich mal machen. Ja, hätte vielleicht was. Manche weiß ich aber auch nicht. Da muss ich auch erstmal selbst gucken. Da muss ich mein schlaues Brain durchwühlen, damit ich herausfinde, wie diese Paarung nochmal durchgeführt wird. Und dann gibt es doch gar nicht. Darkslime, Totem und Darkslime. Totem bin ich mir nämlich auch schon nicht sicher. Also das erste Stammmonster ist Materie. Dann glaube ich Züngler. Beastmonster mit einer langen Zunge. Meine wohl. Pet Level 9. Eins noch und dann können wir wieder weg. Ohne einem Master begegnet zu sein. Hallo. Gibt's doch nicht. Todesrabe, Känguru. Also die stehen auch hier auf Totenköpfen, die Monster. Todesrabe steht auf einem. Känguru sieht nicht so aus. Oder hat's ein Kind da drin? Ach, dann ist doch Humbug hier. Alles voller Betrüger. Genau, taucht mal auf. Dann werde ich mir nicht die ganze Zeit hier den Buckel krumm suchen muss, damit ich hier so ein Level abkriege. Normalerweise schneide ich das auch raus. Aber jetzt habe ich da keine Lust. Jetzt gehe ich ein. Jetzt möchte ich euch daran teilhaben lassen.
Wie verzweifelt ich hier auf der Huhnfleisch. Alle Sorgen vergessen. Oh, Schinken. Teleport. Alles wieder gut. Kein Master. Anti-Lane weg. Teleport mit. Ganz einfacher Tausch. Wir sind auch gleich am Ende. 10 von 11. Also jetzt müsste vielleicht mal was kommen. Nuggets, die nehmen wir mit. Anti-Konfu. Braucht kein Mensch. Ist nicht vonnöten. Taio-Musik empfängt uns und, oh Gottes Willen, Dankeschön. Willst du stehen bleiben? Wow. Lava-Dämon. Ich glaub's ja nicht. Krass. Okay, jetzt muss man aufpassen. Ich will gerade sagen, erst muss die Kobra weg, die kam tot. Ah, das ist okay, das macht gar nichts. Und der nächste Lava-Dämon ist weg. Gut, ich möchte jetzt ja gerne diesen Lava-Dämon haben. Ich möchte auch das Filet werfen. Jetzt bin ich gerade mit mir selbst am Debattieren. Wenn ich den jetzt nicht bekomme, ist das Filet weg. Und ich möchte euch eigentlich ein Monster zeigen, was ich dann auf dem Team aufnehmen möchte. Dazu brauche ich den. Safe States? Nein. Nö, wenn nicht, dann nicht. Dann zeige ich noch einen Spielstand. Wir werfen ein Filet zu. Vielleicht kommt er mit. Wahrscheinlich ist ja gut, denn das Filet ist das seltenste Fleisch. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir das große Glück. Ah, schade. Das ist schade. Verdammt. Biberkacke. Naja, gut. Es hat leider nicht geklappt, wir nutzen trotzdem den Teleport, ich bin jetzt mal so faul. Dann Lava-Dämon war eine der Varianten, die man braucht. Plus Eis-Dämon. Besser, richtig rum ist es Eis-Dämon plus Lava-Dämon. Aber gut. Egal. Wir haben Mann, Devil, und jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Wenn wir den und Gudra kombinieren wollen. Nicht sagen. Also, ich fange mal mit Pet an. Ne, ich fange mal mit Gottrag an. Gottrag plus Pet. Megadrag, okay. Und Pet plus Gottrag. Medusa. Also, das ist enttäuschend. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist mehr als enttäuscht. Ich hatte mir was ganz anderes erhofft, aber es klappt tatsächlich nur durch eine ganz bestimmte Paarung. Es gibt keine Alternativpaarung. Auch wenn man 50%, was man benötigt, schon hat, man braucht unbedingt das andere. Gut. Man braucht Pet nicht mehr mitkommen und wir nehmen unseren Gottrag wieder mit. Tja, und jetzt muss ich mal überlegen, Leute. Ist jetzt schwierig. Wäre fast dazu geneigt, wenn wir jetzt auf die Suche danach gehen. Und das so läuft wie gerade, könnte ich 7 bis 15 Parts damit füllen, nur dass wir auf der Suche nach etwas sind, was wir vielleicht finden. Und ui, seit wann ist der denn da? Cool. Es gibt hier neue Läden. Soll ich etwas über die Items erzählen? Ja, bitte. Filet ist das beste Fleisch der Welt. Mit der Harfe kann man Monster rufen. Die Stäbe wirken wie folgt. Blitzstab Megablitz, Strafstab Wind, Lavastab M-Fire, Eisstab Blizzard, Feuerstab Gigaball. Die Stäbe kann man anwenden, bis sie kaputt sind. Ey, das ist ja geil. Was bist du denn hier? Tja, also wie gesagt, Leute, ich würde jetzt mal so sagen. Ich verkaufe jetzt erstmal Items. Ja, auch wenn ich hier nicht viel Geld dafür kriege, aber ich brauche sie jetzt nicht. Drei, so. Soll er damit zufrieden werden? Ich denke, ich mache sie folgt, damit ihr auch nicht diese langweilige Farm-Session nachher miterleben müsst. Ich werde offscreen, ich werde mich jetzt noch onscreen
mit Geld, hier, mit Items eindecken, Filets und sowas. Die Harfe möchte ich auch gerne haben. Und dann werde ich offscreen auf die Suche nach Lava-Dämon und Eis-Dämon gehen. Das heißt, ich werde Masterkämpfe bestreiten. Ich versuche so wenig wie möglich zu leveln. Also nicht explizit. Und jetzt würde ich erstmal die Harfe kaufen. 3000 und dann 9 Filets. Gut. Geld ist weg. Macht nichts. Man sehe, wir sehen. Wir haben hier eine Harfe. Ruft Monster herbei durch Musik. Und wir haben genug 9 Filets. Ich werde jetzt offscreen durch das Tor von Mime rennen und versuchen, Masterkämpfe zu bestreiten. Und dann halt Lava-Dämon zu bekommen, sowie Eis-Dämon. Denn für Eis-Dämon muss ich schwächere Monster mitnehmen, da muss ich mein Team wieder umändern und hast du nicht gesehen. Und das versuche ich jetzt offscreen. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bei der nächsten Aufnahme, beziehungsweise beim nächsten Part, wird es so sein, dass ich wahrscheinlich ein neues Monster im Team haben werde. Oder wir uns gerade so weit sehen, dass ich ein neues Monster paare. Gut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde sagen, so verbleiben wir. Danke euch fürs Zusehen und sage Beste!